OpenOffice Org Writer, Textverarbeitung starten. Es stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung. Erstens aus dem Systemmenü, zweitens über ein existierendes Dokument und drittens von der Kommandozeile aus. Aus dem Systemmenü starten. Die Verwendung des Systemmenüs ist eine häufig benutzte Art, Programme und daher auch OpenOffice Org Textverarbeitung zu starten. In Windows wird es als Startmenü bezeichnet, in GNOME lautet die Bezeichnung Anwendung, in KDE wird es durch das KDE-Logo dargestellt, in macOS X wird es als Anwendung bezeichnet. Wenn Sie OpenOffice Org installieren, wird Ihrem Systemmenü ein Menüeintrag hinzugefügt. Die genaue Bezeichnung und der Ort dieses Menüs hängt von der grafischen Umgebung ab. GNOME-Installationen unterscheiden sich von einer Distribution zur anderen. Die meisten modernen Distributionen besitzen bereits ein vorinstalliertes OpenOffice Org. Sie finden OpenOffice Org unter Anwendungen, Büro. Fedora, Red Hat Enterprise Linux besitzt bereits ein vorinstalliertes OpenOffice Org. Auf dem GNOME Desktop können Sie OpenOffice Org im Hauptmenü unter Büro finden. Wenn Sie eine neuere Version von OpenOffice Org installiert haben, finden Sie es unter Hauptmenü, Büro, weitere Büroanwendungen. Wenn Sie OpenOffice Org nach einem Download von der www.openoffice.org Webseite installiert haben, finden Sie es unter Applications, Other. Unter KDE wird OpenOffice Org in einem eigenen Menü Büroprogramme installiert. Bei Ubuntu wählen Sie Anwendung, Büro, OpenOffice Org Textverarbeitung, um Writer mit einem leeren Dokument aufzurufen. Mit einem bestehenden Dokument starten. Wenn Sie OpenOffice Org korrekt installiert haben, werden alle Writer-Dokumente mit der Writer-Anwendung verknüpft. Das bedeutet, dass Sie OpenOffice Org automatisch durch einen Doppelklick auf ein Writer-Dokument in Ihrem Lieblingsdateimanager starten können, zum Beispiel Nautilus bei Ubuntu GNOME. Sie können ein OpenOffice Org Writer-Dokument an diesem Symbol bzw. an der Dateiendung erkennen. Nun ein Doppelklick drauf und OpenOffice Org Textverarbeitung wird gestartet. Von der Kommandozeile starten. Vielleicht möchten Sie weiter von der Kommandozeile aus starten, mit der Tastatur anstatt der Maus. Warum? Bei der Verwendung der Kommandozeile haben Sie mehr Kontrolle über das, was geschehen soll, wenn Writer gestartet wird. Wenn Sie zum Beispiel die Kommandozeile verwenden, können Sie weiter veranlassen, ein bestimmtes Dokument zu laden und dieses sofort auszudrucken oder festlegen, dass der Start um den Splash-Screen erfolgen soll. Die meisten Anwender werden dies jedoch nie benötigen. Es gibt mehr als eine Möglichkeit, Writer über die Kommandozeile zu starten, abhängig davon, ob Sie eine angepasste Version oder den Standard-Download von der OpenOffice.org-Webseite verwenden. Wenn Sie die Standardversion besitzen, können Sie weiter starten, indem Sie in die Kommandozeile Folgendes eingeben. S Office Leerzeichen minus Writer oder S Writer Enter. Writer startet und erstellt ein neues Dokument. Eine Liste mit Optionen, die Sie verwenden können, wenn Sie weiter über die Kommandozeile aufrufen, erhalten Sie nach folgender Eingabe. S Office Leerzeichen minus Fragezeichen Enter. Wenn Sie eine angepasste Version von OpenOffice Org besitzen, können Sie weiter starten, indem Sie in die Kommandozeile OO Writer Enter eingeben. Obwohl die Kommandosyntax unterschiedlich ist, ist der Effekt bei allen Möglichkeiten identisch. OpenOffice Org wird mit einem leeren Writer-Dokument gestartet. Bei Ubuntu sind es die Kommandos
COO Writer oder S Office Leerzeichen minus Writer Enter. Ciao und viel Glück.